Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis 2. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier in der Edward City angekommen. Haben zwei Triceratops platt gemacht und David hat uns gerettet. Allerdings sind alle Leute hier von den Dinos jetzt vor einer Stunde oder so überfallen worden und wir kommen natürlich wieder genau zu spät, ist klar. Und wie er seine Waffe hält. Ganz cool. Und genau, wir haben uns jetzt hier durchgefrostet. Alle sind tot. Und wir haben jetzt rausgefunden, dass in einem Raketensilo scheinbar diese Datendisk liegt, die wir nutzen wollen, um aus dieser Welt zu entkommen. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Wir müssen jetzt hier zurück in dieses Wohngebiet. Okay. Raus aus dem Safe-Raum, rein in die Schlacht oder was? Tatsächlich, hier, zack. So, und dann hier und... Ach, meine Finger, die sind so schwitzig. Ach, verdammt, wartet mal. meine Finger sind so schwitzig hier. So heiß draußen. So. Ist nämlich nach wie vor Sonntagnachmittagsaufnahme. 3 Uhr mittlerweile. Und ich nehme es halt auch alles am Stück auf. Ich bin froh, dass ich überhaupt aufnehmen kann bei dem Wetter. Ich habe schon gedacht, ich muss eine Woche Pause machen. Aber nee, dem ist zum Glück nicht so. Und ja. Ich bin halt nicht sonderlich wetterfest, ne? Das ist einfach so. Hitze kann ich gar nicht gut ab. Und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. So, 12er-Kombo. Haben wir's jetzt. Wir haben's. Sehr gut. Leider Schaden gekriegt, liebe Leute, aber nicht schlimm. Wir haben genug Punkte, also von daher. 6000 Punkte wieder. So, was haben wir hier? Hier haben wir wieder die Kleinen rumlaufen. Ne? Genau, die Oviraptoren. Heißen die, genau. Oviraptoren. Und da kommt wieder einer raus, da. Ah, der spuckt. Das ist nämlich keine Kotze, wie wir gelesen haben. Der spuckt einfach. Alter, was so? Boah. Da kommt wieder einer rausgejumpt hier. Da auch. So, wunderbar. Da kommt wieder einer. Sehr schön, Leute. Wir kriegen das auch hin hier. So, zack. Uah. Auf der Cutscene haben wir zwar nur Raptoren gesehen, aber hier sind definitiv mehrere Dinos. So. Wie viel Muni habe ich noch? 57 Schuss. Ja, das wird ausreichen. Ich glaube, wir sind jetzt auch hier vor dem letzten Raum quasi. Von der Stadt. Die Tür ist verschlossen. Um sie zu öffnen, benötigst du den Schlüssel für das Wohngebiet. Ja, den habe ich doch. Schlüssel Wohngebiet. Zack. Los, die Tür geöffnet. Gut, wo kommen wir da rein? Ganz anderer Bereich, okay. Interessant. Stadt Lagerhausviertel. Kein Schaden, 6000 Punkte. Lagerhaus. Ich kann mich da an was erinnern. Oh, scheiße. Oh, tatsächlich, schaut mal da. Hallo. Darauf kann ich verzichten. Ja, ich auch. T-Rex. Oh mein Gott, Leute. Dylan, das Panzer. T-Rex. Jawohl, tatsächlich, Leute. Wir kämpfen jetzt mit dem Panzer gegen den T-Rex. Bam. Sehr schön, Leute. Oh mein Gott, das wird jetzt cool. Nächstes Minispiel. Steuere den Panzer durch dieses Gebiet. Benutze die L1, R1 Taste, um die Kanone zu steuern und die Aktionstasten, um sie abzufeuern. Über die Taste der Zweitwaffe kannst du ebenfalls eine Blendbombe feuern, eine Blitzbombe feuern, um den T-Rex zurückzuhalten. Ja, jetzt, da muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen reinfinden. Blitzbombe, ah, cool. Da muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen reinfinden hier. Ach du Scheiße, ey. Ja. Na, mach den kaputt, komm. Kriegen wir den kaputt?
Kriegen wir den kaputt eigentlich? So, das ist schon mal weg. So. Boah, der ist aber auch schnell. Werf diese Blitzbombe. Ah, der ist kaputt. Wir haben den T-Rex-Plot gemacht, liebe Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Ja, dann. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ach, da hinten. Ah, wartet mal. Alter, was ist das? Ach, verdammt. Dann schmeiß die Blitzbombe. So. Alter Schwede. Alter. Boah. Die halten ganz schön viel aus, muss ich sagen. Nächste T-Rex platt. Jetzt geht's hier sogar an die T-Rexe. Oh Mann. Oh Mann, okay. Kommt da jetzt noch einer oder haben wir's jetzt? Wir fahren mit dem Panzer. Oh Mann, wie geil. Hammer. Hammer geil. So. Da ist noch einer. Jawoll. Sehr schön. Wo denn? Wo ist er denn? Ich schieße einfach mal drauf. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wo ist er denn? Ah, da. So. Ach, verdammt, falsche Richtung. Lass mich in Ruhe. Schmeiß die Blendgranate. So. Und bam. Jawoll. Der nächste T-Rex ist platt. Oh, sehr geil. Haben wir eine Karte hier? Nee. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Den mache ich noch platt, Leute. Ich mache hier alle platt. Ich mache hier alle platt. So. Du kriegst mich nicht. Ha, du bist blöd, lieber T-Rex. Geil, ey. Das ist natürlich schon der Hammer gerade, ja. Oh, da ist das Tor, okay. Da ist noch ein T-Rex. So viele T-Rexe, ey. Na gut. Oh. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss, T-Rex. Oh, sehr geil. Okay, das haben wir auch geschafft. Außenbereich Highway. 9300 Punkte, ey. Oh, wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? Was? Interferenzen? Warum das denn? Ach, das ist ja schade. Na ja, gut. Geile Szene mit dem Panzer rumgefahren, ey. Richtig viele Minispiele gerade. Finde ich gut. Dieser Truck muss aus dem Industriegebiet unter dem Highway gekommen sein. Es scheint, dass es beim Transport einen Unfall gegeben hat. Die Fracht besteht hauptsächlich aus Feuerwaffen. Oh, es ist alles vom Schornstein der Fabrik zerstört worden. Es gibt hier nichts Nützliches. Der Panzer. Das ist der Panzer, den Dylan gefahren hat. Er wurde vom Tor zerstört. Ja, der wurde eingedrückt, er wurde nicht zerstört. Eingedrückt wurde. Oh, was ist das denn da? Da ist ein Item. Das ist eine Gasmaske. Du hast Gasmaske. Oh, Cutscene. Ach, wieder so einer. Ach, stimmt, die gibt's ja auch noch. Delete, 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 delete. Und tschüss. Okay, das Mädchen hat uns geholfen. This necklace belonged to my sister who passed away. What?
looks so much like the one my sister used to wear. What do you mean? Well, I was a very different person before I joined the army. Just a worthless street thug. At the time, I was in a gang, and one day our rivals forced their way into my house. I wasn't home, but my mom and sister were. And they were... well, they're gone. And after that, I joined the army, and have spent every day trying to make up for the past. Come on, let's go back to the patrol ship. We have no business here now. I found a gas mask over there. We could use it to get into the deadly poison zone in the jungle. Let's go. Ach, krass. Krass, liebe Leute. Wir haben ein bisschen was über Dylan erfahren. Ja, dass er halt so ein Straßenkind ist, ne? Finde ich gut, finde ich sympathisch. Und ja, dieses Mädchen scheint Dylans Schwester zu sein. Tatsächlich aus einer anderen Zeit irgendwie, weil die gestorben ist. Interessant. Auf jeden Fall ist jetzt hier... wow. Ist uns Datenwurm aktualisiert? Jetzt ist wieder rasante Action hier angesagt. Suche die Giftzone im Dschungel. Suche nach der Disk mit dem dritten Energiedaten und nimm sie an dich. Wer sind wir denn? Da. Ah, jetzt geht's tatsächlich Richtung Raketensilo, liebe Leute. Oh mein Gott. Das wird jetzt heftig. Ja, was freue ich mich. Wer sind wir denn? Ah, wir sind Regina. Okay, cool. Alles klar. Vergiftete Zone, genau. Ihr erinnert euch damals an den Dschungel, als wir da diese Giftpflanzen platt gemacht haben. Genau, da müssen wir jetzt hin. In dieses Raketensilo, okay. Genau, wir sind jetzt in Edward City und wir müssen in diese Dschungel-Area, nicht in diese dritte Energie. Okay, Leute, dann. Bist du sicher? Ja, fahr es zum Dschungel. Das ging aber schnell. Das Schiff ist im Dschungelgebiet eingetroffen. Finde ich auch geil, dass wir selber ein Schiff steuern können. Okay, cool. Gut, Leute, wir müssen dahin. Waffe. Nimm dir diese, bitte. Ich glaube, wir haben jetzt auch keine Imba-Waffen mehr, oder? Ich glaube, wir haben alle. Oder? Haben wir noch? Werkzeug. Goldene XP-Karte. Diese Karte verdoppelt die exilierten Extinktionspunkte. Ja, kauf sie dir. Als ob wir nicht schon genug hätten. Aber gut. Dann lade ich nochmal alles nach hier. Und... so, wir haben noch 12 Minuten. Da schaffen wir noch einiges. So. Ich lade mal alles nochmal auf. Auch wenn die Musik gerade hier Eile suggeriert. Ich lade noch alles auf. Raketenwerfer. So, geil, ey, echt geil. Gut, Leute. Da müssen wir jetzt los, schnell zu diesem Raketensilo. Weil diese Rakete soll ja auch jede Minute hochgehen, ne? Haben wir gelesen. Und genau, Leute, so. Das sieht wieder so aus, als würde das Schiff schweben. Wobei das Wasser an sich ja gut aussieht, ne? So, dann los hier, los. Dockanlegeplatz. So, los. Das macht hier gerade so ein bisschen mich nervös. Seht ihr auch hier, zack. Müssen hier rein, genau. In unserem schönen Elektroschocker. Dockhängebrücke. Und da bin ich mal gespannt, was uns gleich für Dinos begegnen. Wir haben unser fettes Gewehr, schaut euch das an. Hammer, geil. Ich bin gespannt, wie schnell die Raptoren da flöten gehen mit. Wenn die Seesaurier mit einem Schuss platt gehen, auf die Flugsaurier, bin ich mal gespannt mit den Raptoren jetzt. Da sind welche. Die brauchen tatsächlich mehr. Okay. Ah, jetzt sind hier diese ganzen... jetzt sind hier die braunen Dinos am Start. Okay. Da ist noch einer. Da ist noch einer da hinten.
Boah, die bewegt sich aber auch langsam, wenn die das ausgerüstet hat, ne? Ach, verdammt. Schade, ich wollte ohne Schaden das kriegen, aber... Ja, gut. Geil. Hey. Es scheint mir, als wäre die Waffe nicht so effektiv gegen die, hä? Boah. Scheiße, Leute. So. Es scheint so, als wäre die Waffe nicht sehr effektiv. Ich nutze sie trotzdem gerne. Das ist einfach so eine geile... So eine geile, geile Ballerwaffe. So, dann... Und weiter geht's. Ah, hier rennen es auch nur nach Braune rum. Das muss man vielleicht noch bedenken. Ja. Kein Wunder, dass die mehr aushalten hier. Aua. Tatsächlich das gleiche Profil wie auch aus dem ersten Teil, aber andere Farbe halt, ne? Haben wir es jetzt bald mal. Gibt es hier noch mehr jetzt? Leute, wir müssen langsam mal los hier. Und wir Libellen. Ah, wir haben noch nicht alle. Und ihr. Bam. So. Gleich ist auch die Muni schon leer, ne? Ich nehme gleich den Raketenwerfer, wenn das so weitergeht. Ne, das war's. Okay, cool. Okay. Dann können wir weiter. Dschungel Südroute 2. Das war doch hier, glaube ich, schon, oder? Müssen wir jetzt mal gucken. Das war doch schon hier. Ah, immer noch nicht. Okay, noch nicht. Alles klar, dann. So. Aber, ach, kommt der genau da raus, ey. Genau da, wo ich stehe. So ein mieser Kerl. Das ist aber auch so gemein, ne? Dass die dann wirklich von der anderen Seite auch kommen. Bababababam hier. So, los. Das wäre die Libelle. So. Und ihr schießt doch. Ach du. Die brauchst so lange zum Schießen mit der Waffe. Das ist ja schlecht. Na gut, egal. So, dreh dich um und schieß. So, sehr gut. Hallo? Boah. Muss ja auch vernünftig ausweichen. Aber da unten müssen wir gar nicht hin. Wir müssen hier geradeaus weiter. Ist noch einer. Da ist noch einer. Ah, die oh! Durch das halbe Bild geflogen hier. Wow. Ja, es sind halt die braunen Dinos, ne? Die sind schon ein bisschen heftiger. Die bringen auch mal ebenso die doppelte Anzahl an Punkten. Nicht schlecht, Leute. So. Und wir... Nein, wir haben es noch nicht. Boah, nur noch 180 Schuss. Noch einer. Noch einer. Wollen jetzt noch mehr hier? Scheinbar nicht. Wartet. Ne, wir können weiter. Okay, sehr schön. Wir sind gleich auch da schon. Südliche Giftzone, genau. Hier, Leute. Hier. Hier waren wir am Anfang, so ziemlich. Was ist das denn? Ach Gott. Okay. Die Kleinen. Wow, was mache ich denn jetzt mit denen? Wartet mal. Da ist die Waffe zu OP für. Wartet mal. Genau, wir müssen da runter. Wartet mal. Waffe, Hautwaffe. Soll ich ihn da nehmen, ey? Nimm die, komm, die Doppel-Uzis. Objektheilung. Nimm mal Kleines, komm. Genau. Und da können wir auch schon weitergehen hier. Ah, der lebt noch. Warum lebt denn der noch? So, dann. Da sind noch mehr. Die halten aber auch mehr aus, habe ich das Gefühl. Die braunen, die sind auch braun hier. Nein, nix da. Genau, hier runter müssen wir, Leute. Darunter müssen wir. Richtung Raketensilo. Aber, da kommen bestimmt noch mehr raus. Ja, natürlich kommen da noch mehr raus. Boah, Leute. Boah, das ist... Die halten viel aus, die Teile.
Muss ich sagen, die halten echt viel aus. Der geht sterben? Okay, sehr schön. Ja, die Gegner werden schwerer, tatsächlich. Die Gegner werden schwerer, ja. Finde ich auch gut, weil dann, sonst wäre es echt zu einfach. So. Sonst wäre es echt zu einfach, finde ich. So. Dann haben wir noch 5 Minuten. Ah. Ja. Aua, danke. ihr habt mir auch einen Tipp gegeben beim letzten Mal. Finde ich danke, dass ihr nicht so wissen wollt, wie lange die Folge noch geht. Werde ich einbinden. Seht mir nach, dass das so eine kleine Ungewöhnung für mich ist, weil ich habe das bis jetzt eigentlich immer meinen Folgen mit eingebunden. Damit ihr halt wisst, wie lange noch ist. Aber ja. Gut, wenn ihr es nicht haben wollt, dann klar. Dann werde ich das jetzt auch unterlassen, sage ich mal so. Haben wir jetzt alle? Ja, immer noch nicht. Meine Güte, ey. So, und hier noch? So, jetzt aber, oder? Haben wir jetzt mal alles? Okay, Leute, wir haben alles. So, jetzt bin ich gespannt, Leute. Und hier runter, los. Gift-Gasgebiet. So. Hier muss man ja eine Gasmaske tragen, ne? Oder? Du hast die Gasmaske auf. Genau. So, was haben wir denn hier? Karte? Ah, okay, ja. Direkt zum Raketensilo, krass. Hier unten wäre unlogisch, wenn es hier Dinos gäbe. So, okay, dann. Schau ich die Gasmaske an, ey. Cool. Okay, Leute, dann. Ah, dann los. Wie können denn Käfer hier überleben? Krass. Überall so Sporen hier, ey. Das sieht schon übel aus. So, raus aus diesem Giftgasgebiet, bitte. Schnell raus hier. So. Da rein. Da rein, los. Raus da. Sehr schön. Abfallentsorgungsraum. Was haben wir hier? Boah. Raketensilo, wir sind da. Leute, wir sind da. Okay. Haben wir hier irgendwas? Es ist ein überdimensionales Hochspannungslagerungssystem. Es kann metallische Gegenstände komplett zersetzen. Boah, krass. Okay. Das ist die Stromversorgung für das Abfalllagerungssystem. Sie funktioniert nicht. Gut, da ist auch ein Computer. Tagebücher und andere Dinge des Forschungsteams liegen überall. Interessiert dich nichts, ne? Schade. Da passt alles. Gut. Tagebücher, ja, okay. Hier haben wir noch einen Computer. Boah, das ist eine geile Szene, ey. So, Muni. Einmal nachfüllen, bitte. Die Gegner, die werden heftiger, ja. Ich merke schon. Und 135, das unbedingt nachladen. So. Ja, mit Regina haben wir halt andere Waffen, das ist es, ne? Und genau, dann. Das ist ein Kontrollterminal für das Lagerungssystem. Wahrscheinlich gab es in dieser Welt nichts, was man entsorgen musste. Ja, das kann sein. Ja, das habe ich schon. Okay. Das ist eine Tür. Durch dieses Tor kann man die großen Abfälle einladen. Ja, lass uns nochmal hier rausgehen, kommt. Startfeld. Okay. Was haben wir hier? Das sind Dinos. Okay. Boah, die... Boah, was? Boah, die fressen Muni. Die fressen Muni, wartet mal. Nein. Okay, doch. Interessant zu sehen. Schaut mal da. Startfeld. Ich glaube... Es ist an der Zeit. Ich glaube, wir nutzen jetzt den Raketenwerfer für die Raptoren. Auch wenn das ein bisschen over ist, aber... Was soll ich machen? Damit die halt direkt kaputt gehen hier. So. Und das noch einer. Ja.
Oh, Riesenbereich hier. Und schieß! Oh nein! Genau das wollte ich doch vermeiden. Penner. Ja, geh sterben. Wusste. So. Soll ich das an, wie die hier wegfliegen? So, gibt's hier noch welche? Da gibt's tatsächlich noch welche. Schön abgefangen. So. Oi. Da gibt's noch mehr. Und da ist auch noch einer. So. Genau, Leute. So, wunderbar. Die lassen uns nicht weg hier, ne? Die wollen uns hier nicht reinlassen, scheinbar. Okay. Noch mehr. Daneben geschossen. Boah, scheiße. Kann man mit dem Raketenwerfer sich bewegen? Tatsächlich. Wow, okay. Meine Güte, ey. Haben wir es bald mal. Wie die durch die Luft fliege. Ich finde das so geil. Ich finde das so geil. Bam. Ja, härtere Gegner erfordern... Och du Scheiße. Härtere Gegner erfordern auch härtere Waffen. Mein Gott, ey. So. So, haben wir es jetzt. Und wir haben es. Sehr schön. Dieses Gerät versorgt den nahegelegenen Abverlagerungsraum mit Strom. Was ist das da hinten? Das ist ein Steuergerät für den Strom. Ah, uninteressant. Ich würde trotzdem alles angucken. Ich meine, das habe ich mir so bei Parasite Eve 2 angewöhnt. Da ist aber nichts, okay. Was ist da für ein Kasten da? Auch nichts. Also einfach geradeaus. Scheinbar. Okay, Leute, was ist das hier? Ein Loch im Boden. Oh Mann. Ein Loch im Boden. Okay, krass. Gut, Leute, dann müssen wir scheinbar einfach geradeaus durch. Okay. Fässer auch nix. Sie sagt gar nichts mehr. Ich glaube, die will auch einfach nur weiter, ne? Kann sein. Da ist aber noch was. Gabelstapler sagt sie auch nichts zu. Okay, hier. Ui, okay. Geh da runter. Und dann hier in den Raum, okay. Datenkontrollraum. Das sieht doch sehr gut aus. Wo sind wir denn jetzt? In so einem Raum? Krass. Okay. Gut. Gucken wir uns hier noch um. Da sagt sie gar nichts. Oh. Der Durchgang ist noch verschlossen. Okay. Wow, Leute. Alle Computer sind komplett verstaubt. Aber hier funktioniert immerhin noch mal etwas. Das ist doch schon mal gut. So, was haben wir hier noch? Oh, okay. Da ist etwas hinter dem Monitor. Du hast eine neue Dino-Datei gefunden? Okay. Gigantosaurus. Oh mein Gott, Leute. Bedeutung Riesenechse. Länge über 20 Meter, Höhe 7 Meter. Boah. Riesenvieh. Beobachtungsbericht. Es gab unter den Soldaten das Gerücht, irgendwo im Dschungel gäbe es einen Dinosaurier, der viel größer als der T-Rex sei. Boah, fuck. Die Suche danach begann vor 3 Jahren, hat aber bisher noch zu keinerlei Ergebnissen geführt. Im letzten Sommer wurde jedoch im Dschungel ein toter T-Rex mit riesigen Kieferabdrücken im Hals gefunden. Das Ding kann erst auf dem T-Rex platt machen. Das Gerücht wird sich unter Garantie noch ziemlich lange halten. Kampfhinweise. Es ist nichts über Stärke oder Verhalten dieses Giganten bekannt. Das kann zweierlei bedeuten. Es gibt einen solchen Dinosaurier nicht, oder alle Soldaten, die auf ihn stießen, sind spurlos verschwunden. Du Kacke. Wir haben Körperteile von Soldaten gefunden, die sich von der Hauptgruppe entfernt hatten und verschwunden sind. In diesen Fällen konnten ca. 70% ihrer Körper nicht mehr gefunden. Ach du Scheiße. Also ein Vieh, was noch monströser ist als der T-Rex. Oh Mann. Daher können wir die Möglichkeit eines gigantischen Dinosauriers nicht ausschließen, der einen Menschen komplett verschlucken kann. Übel. Wenn jemals ein Mensch auf diesen Giganten gestoßen ist,
hat er nicht überlebt, um davon zu berichten. Oh Mann. Das gleiche haben sie auch im ersten Teil über den T-Rex gesagt. Ich habe eine Vorahnung. Der hier hat Strom. Möchtest du ihn benutzen? Ja. Oh, eine Diskette. Oh, du hast dritte Energie-Datendisk. Okay, das war's. Bist uns auch noch aktualisiert. Missionsabschluss. Kehre wohlbehalten in deine eigene Zeit zurück. Oh Mann. Du brauchst ihn nicht mehr so benutzen. Alle Computer sind komplett verstaubt. Gut, wir haben diese Energiedaten. Und damit können wir dann zurück. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, ja, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.